Herzlich willkommen zurück zu unserem Worldwide 2 Egglog. Ich wollte schon gerade Worldwide Nutslog sagen. Mhm. Und ja, ich habe, wie ihr vielleicht bemerkt habt, nicht gegrindet. Ah, ich muss mal ganz kurz ein paar Sachen im Hintergrund. Wieso verkaufe ich gerade so viele Sachen auf Steam? Ein paar Sachen im Hintergrund schließen. So. Denn ich habe mir eigentlich so überlegt, ich habe mal so in der Dokumentation geguckt, er ist jetzt nicht ganz so overpowered, wie es normalerweise in Worldwide 1 wäre. So. Ah! Was ist? Wir müssen noch die Gamescom-Karten ausdrucken. Ja, er hat auf jeden Fall ein Schwalbini und sein Serpifoy. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Pawns beide schaffen sollte. Ich kaufe vorher noch ein paar Tränke. Gott, ich habe Angst vor Samstag. Noch. Ja, ich das soll ich noch gewittern. Ein paar Tränke. Tränke. Oder habe ich Tränke gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe kaum noch Geld. Habe ich Tränke? Okay, ich habe 10 Tränke. Das sollte eigentlich reichen. Na? Ja. Wow, das ist creepy. Denn da habe ich mir dann eigentlich so überlegt, weil Sharon, der ist jetzt auch vergleichsweise haben sie sich hier noch eher so an die Pokémon, also an die Anzahl der Pokémon, die so normalerweise die Arena-Leiter haben, ne, gehalten. In Worldwide 1 ist es ja so, dass schon direkt von Anfang an die ersten Arena-Leiter hier 6 Pokémon haben. Während hier es wirklich so ist, Sharon hat nur 3 Pokémon. Und die sollte Pawns eigentlich alle relativ gut erledigen können. Eigentlich wird Pawns das ganze erste Spiel kaputt durchhauen. Okay, wir haben keine Bären. Sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du ja. sicher? Lob. Au! Oh nein, da kommt er. Da kommt Melvin. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Worldwide 2 schlechter läuft als Worldwide 1. Whoopi. Ihr seht, er hat nur 2 Pokémon. Ich hatte dann wirklich nicht mehr am Anfang gedacht, ja gut, der hat jetzt wahrscheinlich so 30 Level 9 Pokémon oder so. Vor allem 30, obwohl du das ja nicht mitnehmen kannst. Okay, jetzt benutzt Quick Attack. Das sollte Pawns aushalten, perfekt. Und das war's mit Schwalbini. Und er will... Moment. So gern ich Sing einsetzen würde, ne? Ja. Ach, na gut, komm. Der kann seinen Stab-Move nicht einsetzen, der wird einfach mal resisted. Vierfach. Also doppelt resisted, also vierfach weniger Schaden. Okay. Fuck, er kann Red. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und er landet ein Critical Hit. Natürlich! Nein! Diese scheiß Pizze war! Aber wenn wir... Moment, wenn er mich trifft, wir haben ja Flame Buddy, glaube ich. Das macht gar nichts, sein Wine Whip. Warum auch immer er es benutzt hat, er hätte lieber Tackle benutzen sollen. Entschuldigung, ich wollte das gerade gar nicht machen. Ja, was zur Hölle hast du gemacht? Ich hab mich gefreut, aber ich wollte das gar nicht so laut. Ich wollte das im Inneren. Mein Mund hat fast nicht alleine gearbeitet. Das passiert mir meistens. Okay. Das ist das Problem, wenn man ein Fangirl ist. Man kreist automatisch, obwohl man es nicht mehr möchte. Ignoriert alles, was sie sagt. Shut up! Ich habe auf dem iPhone eine Visual Novel gefunden, wo du einen Kerl und einen Vibe spielen kannst. Und ich finde das total toll. Willst du dich lieber hier drauf konzentrieren? Auf unseren tollen Egglog? Weißt du, generell, wenn ich Videos gucke, mache ich irgendwas noch nebenbei. Ansonsten ist das auch ein bisschen... Ich will nicht sagen langweilig, aber es ist so. Danke. Du sagst uns also, dieser Egglog ist langweilig? Nein, dieser Egglog ist nicht langweilig. Du sagst also, dieser Egglog ist langweilig und die Leute sollen ihn nicht gucken? Schatz. Schatz, nein, 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 so habe ich das nie gesagt. Oh. So habe ich das nie gesagt, Schatzi. Ich
meine nur, dass für mich meistens die Videos langweilig sind. Aber nicht von dir, Schatzi. Du machst tolle Videos. Deine Videos sind immer ganz toll und spannend. Ja. Fehlt dir auch, dass ich sie aus dem Egglock kicken sollte? Puh! Oh, Schatzi, ich liebe dich doch. Ach ja, falls ihr mal schreiben könnt... Ich glaube wirklich toll. Falls ihr mal schreiben könnt, ist die Bildqualität, also von dem Spielvideo, jetzt besser als vorher, weil Fraps hat immer das Problem, das verdunkelt immer das Spiel so sehr. Und ich habe jetzt eine andere Einstellung gemacht. Ich muss selber mal gucken, ob das jetzt gut ist. Und, oh, fuck. Ach nee, Moment, die hat unsere Pokémon geheilt, oder? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Vergessen. Auf jeden Fall habe ich da was geändert und ich hoffe, dass das, dass jetzt die Bildqualität besser ist, weil ich hatte so ein bisschen teilweise genervt, wenn ich Thumbnails gemacht habe, ne? Okay, sie hat unsere Pokémon nicht geheilt. Wir sind am Arsch. Scheiße. Wir sind am Arsch, da ist ein Voltilam. Keine Chance gegen dieses Voltilam. Mädel, du hast dein Voltilam scheiße trainiert. Ein Piddo. Ja, genau, wenn es immer so dunkel ist, da fand ich immer so ein bisschen blöd. Aha, was soll ich jetzt fürs Thumbnail nehmen? Da muss ich das immer ein bisschen aufhellen und dann sieht das immer alles blöd aus und alles. Ne? Ja. Und ich hoffe, jetzt mit den neuen Einstellungen wird das besser. Also habe ich was anderes bei Fraps eingestellt. Ich hoffe, das wird besser. Ansonsten muss ich gucken, dass ich den Emulator irgendwie anders aufnehmen kann. Okay. Weil in, letztens in XSplit hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber ich muss nochmal gucken, weil ansonsten nehme ich lieber XSplit, weil da ist dann eigentlich die Farbqualität viel besser. Oder ich muss halt mit Camtasia komplett, also jetzt muss ich mal gucken. Aber sagt auf jeden Fall, ob euch jetzt die Bildqualität besser gefällt oder nicht. Genau, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Moment, Gast. Nee, ich dachte, das wäre irgendwie so ein physischer Move, weil ich bin immer noch der Meinung, ich habe keine Ahnung von Tarbogas. Ja. Bin ich immer noch der Meinung, dass Tauboss, ich habe keine Ahnung von Tauboss. Dass Tauboss sehr viel besser, sehr viel mehr. Das Tauboss eher ein physischer Angreifer ist als ein Special-Angreifer. Hm, okay. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir zeigen mal endlich. Frag mich nicht. Ich bin bei sowas immer total. Ich habe mich sowieso mit den ganzen Pokémon meistens nicht auf. What? Zap Zipper! Say what? Was? Vegetarier! Oh, was? Holy! Are you fucking kidding me? Vegetarier Azure! Was? Das ist unmöglich! Das geht nicht! Das darf nicht sein! Kriegt Meryl in Worldwide 2 Vegetarier? Oh mein Gott! Weißt du, was richtig kaputt wäre? Ja. Vegetarier Sumpex. Weil durch Vegetarier treffen ja Pflanzenattacken nicht. Ja. Und du hast sogar noch deinen Spezialangriff. Okay, Sumpex ist eher ein physischer Attacker, ne? Aber Sumpex verliert dadurch seine einzige Schwäche. Okay. Und es ist sogar möglich, einen Vegetarier Sumpex zu kriegen. In einem Kampf. Ist das möglich? Du musst nämlich, es ist wirklich möglich, in einem Kampf einen Vegetarier Sumpex zu kriegen. Hm. Aber ganz ehrlich, wenn ich in der Pokéwelt leben würde, ne? Ich würde auf diese Farm ziehen. Wegen den ganzen Voltilämmern? Ja, ich würde auf diese Farm ziehen. Oh. Können wir euch mal fragen, wo würdet ihr, wenn ihr in der Pokéwelt leben könntet, wo würdet ihr gerne wohnen? In deinem Arsch. Was willst du denn in meinem Arsch?
Weiß ich nicht. Nein, ganz ehrlich, wo würdest du gerne in der Pokéwelt wohnen? Ich? In der Pokémon? Weil... Alternativ... Gute Frage. Alternativ würde ich auch gerne in Olivianer City beim Leuchtturm arbeiten. Und mich um das Ampharos kümmern. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn ich so an X und Y denke, würde ich vielleicht sogar gerne in diesem, in dem einen Dorf da leben, es fällt mir noch ein. Okay. Lass dir Zeit. Leute, Leute, geht jetzt alle in die Kommentare, drückt auf, was weiß ich, Z und hört erst wieder auf zu drücken, wenn sie es endlich fertig erklärt hat. Mal gucken, wie lang das wird. Fick dich, ich guck jetzt einfach im Internet nach. Beschreib's doch, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ach, dieses Feendorf da. Ach, Romantizia oder so ähnlich. Ja. Oder wo ich auch sogar seltsamerweise gerne leben würde, was irgendwie seltsam ist. In Alabastia bei Professor Eich. Ich habe keine Ahnung, was ein Slackoff ist. Das wollte ich als drittes nehmen. Weil erstens, Professor Eich hat Zehntausende von Pokémon. Ich könnte Zehntausende von Pokémon studieren und so. Und er bangt deine Mom. Das ist mir scheißegal. Zweitens, ich hätte einen Bezug zu Gary. Der nicht deine Mom bangt. Ja, deswegen. Der bangt an mich. Ich liebe dich. So. Nein, als zweites meinte ich hier die Stadt aus der ersten, also aus den ersten Spielen und der ersten Pokémon-Staffel mit der Psycho-Tussi da, wo dieses unheimliche Haus da ist mit Gengar und Apollo und so, wo Ash dann ja reingegangen ist und die mit ihm gespielt haben, er dann kurz tot ist, dann wieder zurück in seinen Körper kommt und plötzlich wieder lebt. Voll die Logik! Ich will dich ja nicht enttäuschen, ne? Ja. Aber Saffronia City ist nicht da, wo Ash das Gengar und so, wo Ash das Apollo gekriegt hat. Echt nicht? Das ist Lavandia City. Das ist Lavandia City? Ja, das war ein Turm. Das war der Turm? Das war der Turm. Nebenbei ist die Episode in Amerika zuerst nicht ausgestrahlt worden. Warum? Wurde die Musik abgespielt? Nein, da wurde... Irgendwie die Episode hieß irgendwie Tower of Terror. Und die wäre irgendwann nach 9/11 gelaufen. Oh! Das wäre natürlich assi. Richtig! Deswegen haben die übersprungen. Oh. Okay. Das ist für die Amis eine gebannte Episode. Weißt du, wenn ich immer höre. Und als ich dann erfahren habe, wo Ash seine Apollo wirklich hat. Hä? Weiß ich schon länger. Ganz ehrlich, ich weiß endlich, Anton ist kein Psycho-Pokémon. Hat er da wirklich Apollo her? Nee, ne? Doch, das Apollo ist ihm gefolgt. Oh. Trotzdem, ich find's einfach immer noch irgendwie so unlogisch. Ich meine, da ist doch diese Lampe auf Ash und Pikachu gekracht, oder nicht? Ja. Die waren tot! Nein, die waren nur bewusstlos. Ach so. Ja, aber die Seelen haben doch die Körper hin! Ja, die haben das nicht verlassen, das hat ja Apollo gemacht. Ash war nicht tot. In meinen Augen war Ash tot. Und das hätte so bleiben sollen. Ash war nicht tot. Aber wo gerade bei Ash... Wobei ich echt sagen muss, dass ich beim ersten Film wirklich geheult habe, als Ash gestorben ist. Ich auch, ich glaube die meisten Kinder haben da geheult. Ich glaube, die meisten Kinder haben da geheult. Das war aber auch scheiß traurig. Aber wo wir gerade bei Ash sind, ne? Ich würde echt gerne die Pikachu-Diät machen. Ja. Wer es nicht weiß,
guckt euch mal die Designs von Pikachu früher an. So in den ersten Staffeln und auch in den ersten Spielen, ne? Da ist das kleine Vieh noch recht dick. Und so über die Zeit hinweg... Matisse, warum rennst du nach links, anstatt einfach geradeaus runter? Darum. Naja, auf jeden Fall ist da noch recht dick. Und über die Staffeln hinweg und über die Spiele hinweg, ne? Wurde das Vieh immer dünner. Wenn man sich jetzt aber mal anguckt, ne? Was Pikachu alles während der Serie macht, ne? Das ist größtenteils bloß auf der Schulter von Ash. Es lässt sich überall rumtragen. Ne? Ja. Das heißt, es wird immer dünner, ohne irgendwas dafür zu tun. Ja. Ich will die Pikachu-Diät haben. Nee, Schatz, weißt du, in welcher Stadt ich wirklich leben möchte? Ja. Rosalia City. Aha. Ja, das liegt direkt so am Wasser. Tun wir mal so, als hätte ich gerade vergessen, was es für eine Stadt ist. Ist ein sehr kleines Dörfchen, mit, ganz ohne Arena und so. Okay, dann ist kein Wunder, dass ich es vergessen habe. In welcher Region? In der zweiten, in der Johto-Region. Wobei ich ja auch sagen muss, ich finde Lavania Town nicht mal unbedingt so hässlich, nur die Musik ist schrecklich und Rosalia das Geisterturm. Johto? Rosalia City. Johto? Ja. Stadt am Meer ohne Are. Nicht Moment. Am Meer, nur da ist direkt ach, so die Wasser. Die direkt die erste, wo man hinkommt, nachdem man aus der ersten Stadt rauskommt. Ach. Nee, aber ich muss ja wirklich sagen, Lavania Town sieht gar nicht mal so. Ist ja so eigentlich eine sogar schöne Stadt. Nur das Problem ist ja wirklich die scheiß Musik und dieser scheiß Turm. Ich hätte solchen Schiss vor diesem Turm, weil ich Angst hätte, dass das 10.000 Geister sind, die mich umbringen wollen. Okay, hätte ja sein können, dass irgendwie ein Bug ist und Kaldio schon aufgetaucht ist. Schatzi. Och. Ja, ansonsten finde ich Lavania Town gar nicht mal so schlimm. Warum, ganz ehrlich, warum sollte man in der Pokémon-Welt Angst vor Geistern haben? Ich meine, was sind Geist-Pokémon? Sind das keine Geister? Doch schon, aber irgendwie sind Geister-Pokémon noch was anderes als normale Geister irgendwie. Das ist irgendwie so ganz komisch. Nein. Schatz, ich weiß jetzt, wo ich wohnen möchte. Fausttauhafen, einfach nur weil der Name so geil ist. Nein. Fausttau. Ganz ehrlich, was habt ihr sich bei dem Namen gedacht? Fausttauhafen. Ich hätte mal Pawns nach hinten setzen sollen. Ich glaube, ich überlevel Pawns. Wobei Pawns gerade von den Leveln her gut ist. Wobei ich sagen muss, in der Höhenregion, wenn ich als die Hauptcharakterin da. Ja. Wenn ich da geboren worden wäre, ne? Die ist ja nicht da geboren. Nein, ich meine, wenn ich in dem Körper geboren worden wäre, in Pokémon-Welt und dann da hier in Wurzelheim lebe und so. Die stammt aber aus Johto. Das wäre auch egal. Würde ich gerne in Blütenberg City wohnen? Erstens, die Stadt ist sehr schön. Zweitens. Na? Na? Was denkst du? Zweitens? Eigentlich auf Sturm geschaltet oder redest du einfach nicht mit Ich rede einfach nicht, keine Ahnung. Zweitens deine Mama. Nein. Zweitens, Norman ist der Arena-Leiter. Echt? In der Stadt? So hieß die Stadt? Ja, Blütenburg City, da ist Norman. Ja, ich bin schlecht mit Städtenamen. Unser Vater. Ich bin sehr schlecht in Städtenamen. Unser Vater. Okay, nein. Prachtpolis City. Weil die Stadt riesengroß ist. Die heißt doch Prachtopolis. Nein, Prachtpolis City. Nein, Prachtopolis. Zweiblattdorf sieht auch schön aus. Ja, sicher, die ist Pracht. Ach, leck mich. Ah! Ups, ich hab grad auf Run gedrückt. Super. Nachdem ich gerade überlegt habe, in Taubsi zu wechseln. Die Jubelstadt finde ich eigentlich auch sehr schön. Die ist
so groß und die hatten Bunnen. Du bist ja echt einfach, in welchen Städten du leben willst. Ich habe wenigstens noch gute Gründe. Ey, ich habe doch einen guten Grund. Bei der einen. Sie ist so groß. Meine, die passt da ja gar nicht rein. Moment. Moment, dafür muss ich noch 13 Minuten warten, dann darf ich darüber reden. Das ist ein Idiot. Ganz ehrlich? Ich fände auch. Ganz ehrlich, Spatz, ich glaube, wir können gute Freunde. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir können gute Freunde werden und dann verfehlst du deinen Luftschnitt. Ich finde auch Abyssaya City, da könnte ich auch noch leben. Ich finde das mit den Häusern auf den. Mit den. Stegen, wo die Häuser dann gebaut sind, finde ich total cool. Ja, und das hat auch nichts mit dem gut braun gebrannten Arena-Leiter zu tun, ne? Das. Sie wird nein, jetzt den Arena-Leiter von Abyssaya City gucken. Sie wird ihn sich angucken. Sie wird. Und dann sagen: Nein, nein, mit dem hat das gar nichts zu tun. Ich finde ihn nicht mehr attraktiv. Als nächstes sehe ich dann auf Facebook von ihr ganz viele Bilder von ihm, die sie rein zufällig reingemacht hat, weil sie eine Freundin kennt, die den total mag. Was? Schatz, ganz ehrlich, ich stehe nicht auf braungebrannte Typen. Ja, ja, ja. Schatz, der ist wirklich nicht so mein Fall. Ja, bla bla bla, ich habe keinen Bock hier überhaupt bei der Metal Rally mitzumachen. Nee, weißt du, doch, bei der Metal Rally würde ich gerne mitmachen. Weißt du, in welcher Stadt ich wohnen möchte? Ja. Eventura City. Weil da Hugh wohnt. Also Matisse. Das auch. Und ich könnte den ganzen Tag Sharon anschmachten. Aber Sharon. Sharon ist scharf. Aber okay, Sharon nein, sagt. Nein, 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 nein. Und ja, mir ist klar, dass ich Sharon gerade mit dem S ausgesprochen habe. Schatz. Da! Die Stadt, in der ich leben möchte. Ist mein Pokémon geheilt? Ja. Schatz. Ja? Die Pokémon-Stadt, in der ich leben möchte. Hm, komisch. In jeder Region habe ich eine. Illumina City. Erstens, Citro. Zweitens, die Stadt ist einfach geil. Drittens, Lebel. Viertens, da laufen süße Psyaus rum. Schatz, es gibt nur eine einzige Stadt, in der man in. Nee, es gibt. Doch, es gibt nur eine einzige Stadt, in der man in X und in der Kalos-Region leben wollen würde. Ah ja, die ist Romantia City. Ja. Nee, es gibt nur eine Stadt in Kalos, in der man leben wollen würde. Hm. Yantara City. Aha. Also die mit dem Turm der Erkenntnis. Aha. Warum? Weiß ich nicht. Wenn du im Osten rausgehst, ja, kommst du auf eine Route. Ja. Auf dieser Route findest du Voltilamorden! Okay. Na, jetzt wo ich mir so Romantia. Ich glaube, ich könnte in Romantia City nicht leben. Naja, wir werden. Ich guck mal hier ganz kurz rein. Wir werden nämlich im. Häuser. Wir werden nämlich im nächsten Part zwei ganz tolle Sachen machen. Erstmal werde ich grinden, das ist die nicht so tolle Sache. Wir werden Sharon angehen und... Oh mein Gott, Sharon, wirklich? Und erkennt jemand die? Erkennt sie wer? Unsere Mutter? Das ist nicht unsere Mutter. Keine Ahnung, wer ist das? Ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch heißt. Roxanne auf Englisch. Roxanne? Die erste Arena-Leiterin aus der Höhenregion. Rubin und Saphir. Ja, 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 ich suche die gerade hier, damit ich hier da mal hingelangen kann. Da. Felicia? Ja, kann sein. Sind wir die erste Arena-Leiterin ja, aus der... Ja, Felicia. ...aus der Höhenregion. Denn, das ist das Schöne an Volt White 2, Draiano ist hingegangen und hat in allen Städten, wo eine Arena ist... Ja... einen der Höhenarena-Leiter hingepackt. Oh, cool. Die sind dann auch immer passend zu den, wann die auch so in der Höhenregion auftauchen würden, ne?
Also sie ist die erste, also taucht sie in der ersten Stadt mit der ersten Arena auf, ne? Das sieht bei Omega Rubin und Alpha Saphir schon total cool aus. Ja, auf jeden Fall taucht der so oft nur gegen Ende, weil ansonsten sich die Typen zu oft doppeln würden, hat er da ein bisschen ausgetauscht. Ah, okay. Aber wir werden sie auf jeden Fall auch noch machen. Sie kann man zwar so oft wie man will besiegen und somit eine super Grinding-Chance. Cool. Aber, ja, wir werden auf jeden Fall einmal machen, dass wir sie gemacht haben. Die versteckt sich total hinter dem, Tisch. Sie ist ja auch so eine Lehrerin. Sie ist ja auch quasi, so die Arena-Leiterin, wo du da hingegangen bist. Und die hat ja so ziemlich alles erklärt. Die ist so ziemlich der Inbegriff des ersten Arena-Leiter. Ach, okay. Genauso wie Sharon ja auch quasi so ein Lehrer ist, der auch so erster Arena-Leiter ist. Wobei er einfach so noch ein sehr junger, unerfahrener Arena-Leiter ist, der noch seine Arena im Aufbau ist, ne? Ja. Während sie ja erfahren ist und quasi eine Lehrerin. Okay. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat natürlich wieder The Egglock-Part gefallen. Nein. Doch, bestimmt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hinterlasst einen. Ich habe darüber geredet, welche Städte mir gefallen. Hinterlasst ein Like, wenn es euch denn gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und abonniert natürlich den Kanal, damit ihr wisst, wann dann ein neues Video online kommt. Bis dann.